Wer kommt jetzt auf den Stand? Nun, Majestät, wollten im neuen Jahr doch etwas für eure Fitness tun. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein! Aber der Gast, den ich draußen habe, ist so sympathisch, Majestät. Von mir aus bringen Sie mal rein. Befehl, Majestät! Der ehemalige Skirennläufer und ORF-Kommentator Thomas Sikora. Er findet es genauso lustig wie wir, gell? Hm. Husch. Wer ist er? Majestät. Majestät, Herr Sikora war Ende der 1990er Jahre der Stern am Skihimmel. Bei den Olympischen Spielen in Nagano holte er die Bronzemedaille im Slalom. Er ist zweifacher Weltcup-Sieger. Insgesamt errang er 9 Weltcup-Siege. Bravo! 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 Ausgezeichnet. Wie viel? 9 Weltcup, das ist zweimal so viel, wie der arme Nassinger gehabt hat. Und der hat wirklich nicht so viele gehabt. Großartig. Und trotzdem zweimal Weltcup-Sieger geworden. So großartig. Was macht er jetzt? Ich bin beim ORF. Beim ORF? Ja. Schau. Und da macht er was? Ich rede über Marcel Hirscher. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Haben wir da ein Beispiel, das hat verstanden? Also wohl, Majestät, Herr Sikora ist immer noch begeisterter Skifahrer und kommentiert Fernsehübertragungen von Slalomrennen. Zudem präsentiert er die Pisten vor dem Lauf mit einer Helmkamera. Hofbildstelle, bitte. Man muss die ganz enge Linie fahren, damit man möglichst schnell und direkt ins Ziel kommt. Und ich probiere das jetzt auch. Zunächst einmal, wo hat sich denn überall erwischt? Ja, Zahn ist abgeschlagen und da, glaube ich, gehört die genäht. Hat man am, da, am Kinn? Am Kinn hat der Doktor gesagt, die Lippe wird ein bisschen dick werden. Jetzt fahre ich geschwind in die Praxis nach Wengen, da werde ich einen Stichel kriegen und hoffentlich dann die Zähne reparieren und dann nach Kitzbühel. Schmerz jetzt? Doch, ja. Wie ist passiert? Ja, mir hat es eine Stange so hergeschlagen auf den Mund und ist retour geschnallt. Und fährst du ohne Bügel auf? Ja, ab Kitzbühel mit. Au! Keine Angst, jetzt darf ja. Ich eh nur Maikäferhügel fahren. Macht er das noch immer? Ja. Aber schon mit? Nein, ja, mit Bügel. Jetzt. Ich wollte einfach beweisen, dass die Slalomfahrer die wilden Hunde sind und nicht die Abfahrer. Das ist ihm gelungen. Ne? Ja, das ist gelungen. Na gut, das könnte man genauso beweisen, dass die Maurer die ganz wilden Hunde sind und mit seinem Hammer vor ihrem Schädel haben. Ne? Das ist vielleicht keine gute Idee. Was macht er außer dem Kommentieren, weil im Sommer wieder ja wenig kommentieren können? Ich habe 2 Lokale, eine in der Plus City. Wirklich? Und eine im Donauzentrum. Ein Gastronom? Was sind das für Lokale, sei verstanden? Nun, Majestät, diese Lokale nennen sich Mai Indico. Es ist eine Restaurantkette und angeboten wird alles, was gesund ist. Sushi, Salate, Curry. Curry ist ein Pulver, kein Essen. Also gibt es asiatische Küche? Sind beide Lokale so asiatisch gesund oder wie ist das? Genau. Aha, wie ist er auf die Idee gekommen, Gastronom zu werden? Hat er da irgendwelche schon immer schon Bedürfnis gehabt? Ist das Catering beim ORF so schlecht? Als Sportler muss man sich natürlich bewusst ernähren, nicht? Oder? Ja, wenn man aufhört, nur bewusster. Noch bewusster? Wird man blatt? Genau.
Wir können uns erinnern, es war mal da der Werner Grissmann. Da ist der Sessel dann da hinten gestanden und die Couch da vorne. Und da hätte der Fuß nicht reingepasst. Das heißt, man muss richtig abtrainieren beim Aufhören. Wie lange hat er da trainiert, bis er die ganze Muskelmasse abtrainiert hat? Ah, das ging schnell. Das ging schnell. Das war er nicht so muskulös? Richtig, ja. Also. Also, kein Abfall. Das war zuerst so, ich habe mich verletzt, habe 12 Operationen am linken Knie und dann habe ich mal 10 Kilo abgenommen in den ersten 2 Monaten. Das waren die Muskeln. Dann habe ich gedacht, bah, ich kann essen, was ich will. Dann waren im nächsten Monat 10 drauf und weitere 10 drauf. Dann hat mein kleiner Neffe gesagt, Onki Bauchi. Und dann haben wir wieder überlegt, ob ich nicht doch gesund essen soll. Ja? Aber was ist jetzt an einem Bauch, sagen wir, schlecht? Na, wenn er der erste Bauch im Start ist, ist er gut. Das ist richtig. Was wissen wir noch über den Sikora? Nun, Majestät, Herr Sikora hat nach seiner aktiven Zeit als Skifahrer noch eine interessante Ausbildung absolviert. Und zwar ist er akademischer Mental Coach. Hm, was ist das? Gute Frage. Das ist richtig. Ja, ist richtig. Ja, also, man kann ja auch. Das Glas ist halb voll, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt hat es gut geschmeckt. Es ist jetzt halb leer. Nein, jetzt hat es gut geschmeckt. Jetzt hat es gut geschmeckt. Ja. Wir können es ja. Und die Flaschen ist wieder so. Es ist gleich wieder halb voll. Richtig, ja. Ja, und weil wir so ein positiver Mensch sind, schenken wir es ganz voll. Aber nicht ausschütten. Nein, schauen Sie. Ah, ja. Na? So motiviert sind wir. Das wirkt schon. Ja, bitte. Es wirkt schon total. Ja. Was macht man als Mental Coach? Ja, man hilft anderen Menschen. Wobei? Glücklich zu sein. Wie verbindet man das mit gesundem Essen? Wie geht das zusammen? Entweder oder. Eure Majestät, ich lade Sie ein, stellen wir uns gemeinsam vor dem Spiegel. Was soll das bringen? Ist sicher ein Skifahrer, der länger wie die Wochen ist? Und einen kraftvollen Kaiser, ne? Der sich von einer Torstange auf die Pfeifen hauen lässt. Der gesundes Essen verkauft, ja, und glaubt, genau. Die Leute wären glücklich. Ja. Sie sind schon 3-0 hinten, Herrns. Majestät. Majestät, ich denke, wenn wir Herrn Sikora schon einmal hier haben, dann könnten wir doch im Rahmen eines kleinen Experimentes feststellen, ob Majestät Appetit auf gesundes Essen bekommen könnten mit der Hilfe des Mental Coaching. Nein, können wir nicht. Können wir doch. Nein. Doch. Nein. Haben Majestät Angst? Nein. Doch. Nein, bringen Sie es ein. Befehl, Majestät. Guter Coach. Oh, hinterfotzig ist er. Ja. Wir haben ein bisschen Angst vor dem, was jetzt unter der Glosche ist. Keine Sorge, Majestät. Ein Schweinsbraten. Und was ist das andere? Ist das für ihn? Majestät, das ist eine Portion gesunder Tofu mit etwas zartem Gemüse. Die Torstange unter den Speisen. Wenn Herr Sikora vielleicht so freundlich wären, Majestät ein bisschen mental zu coachen, dass Majestät etwas mehr Begeisterung für diesen Teller entwickeln kann. Für diesen? Toi, toi, toi. Für diesen. Nehmen wir das weg einmal. Aber Sauerkraut wäre gut. Das nehmen wir. Das können wir nachher. Als Dessert gibt es das Sauerkraut. Jetzt stellen Sie sich vor, oder Eure Majestät, ja. Ihr stellt euch vor, das wäre jetzt der Schweinsbraten. Nein, brauchen wir es nicht vorstellen, der steht da drüben. Majestät, aber Majestät, vielleicht darf ich einen Katalysator einbauen, dann können Majestät leichter imaginieren. Biedermeier? Ein Katalysator? Ui. Was ist das jetzt, Seifenstein? Nun, Majestät, wir könnten es mit dem ganz einfachen Mitteln der das? Hypnose versuchen. Was? Majestät müssen sich nur auf dieses Pendel konzentrieren. Seifenstein, wie oft noch
Hypnose funktioniert bei uns nicht. Majestät sind offenbar in ein früheres Leben zurückgetreten. Majestät sind ein Schaf? Majestät sind ein Huhn? Haben Sie ein Salz für uns, Seifenstein? Aber Majestät, das wäre Kannibalismus. Ach so, na dann nicht. Na, Seifenstein, das schmeckt uns noch immer nicht. Ich hätte einen Vorschlag. Wissen Sie was? Machen wir es so. Wir holen uns jetzt den Schweinsbraten, Sigurd. Ja? Ja. Wir essen jetzt den Schweinsbraten. Er nimmt sich das Tofu mit, ja? Und macht zum Beispiel noch eine weitere Ausbildung. Ja. Also Mental Coach und vielleicht auch noch Jackencoach dazu. Und vielleicht kriegt er dann einen Job in der Garderobe von der Volksoper. Das ist nicht schlecht, oder? Aufpassen, nicht gegen vergessene Schirmrenner, weil die haben wir sich auf die Goschen leihen. Ne? Also, er darf sich zurückziehen, aber er muss auch noch mal ein bisschen brav sein, gell?